Herzlich willkommen! In diesem kleinen Video sehen wir uns gemeinsam an, wie Sie ein Logo auf Ihren Bohndrucker ausdrucken. Wohlgemerkt, wir reden hier von einem Bohndrucker, nicht vom DIN A4-Ausdruck. Okay, zuallererst, Ihr Bohndrucker muss natürlich angeschlossen sein. Jetzt sagen Sie, ist doch klar, haben wir schon andere Sachen erlebt. Egal, also Bohndrucker muss angeschlossen sein am Computer. Hierbei gibt es zwei verschiedene Varianten. USB oder seriell. Wenn Sie Ihren Bohndrucker per USB an Ihren Computer angeschlossen haben, müssen Sie natürlich am besten von der Homepage des Herstellers die aktuellen Treiber für Ihr Betriebssystem herunterladen. Des Weiteren müssen Sie das Logo auf Ihren Bohndrucker speichern. Also das ist ein Grundsatz. Wenn Sie ein Bildchen auf dem Bohndrucker ausdrucken wollen, ist es nicht wie bei einem normalen Computer, dass man sagt, hier hast du das Bildchen, da druckst du aus, sondern das müssen Sie am Bohndrucker speichern und die Software sagt, hey, wenn du ein Bildchen hast, drück es aus. Somit müssen Sie über das Logo-Programm Ihres Bohndruckers, das Sie wiederum auf der Herstellerseite natürlich herunterladen können, also Ihres Bohndruckers wohlgemerkt, darauf speichern, also hochladen, das heißt, von Ihrem Computer auf dem Bohndrucker im Chip drin speichern. Das müssen Sie tun. Okay. Da einfach mal im Handbuch bei Ihrem Bohndrucker nachsehen. Wenn Sie das getan haben, ist es relativ simpel. So, unter Administration, Systemeinstellungen finden Sie in der Karteikarte Verkauf hier diese Optionsgruppe, wo Sie natürlich sagen, ich habe einen Bohndrucker. In der Karteikarte Hardware können Sie nun Ihren Bohndrucker auswählen, dass Sie sagen, entweder, also wir, unsere ist jetzt hier seriell angeschlossen, Sie könnten aber auch sagen, wenn Sie ihn mit Druckertreiber installiert haben, sagen Sie Bohndrucker mit Windows-Druckertreiber und wählen dann dementsprechend Ihren Drucker aus. Haben Sie Ihren Drucker ausgewählt, können Sie hier einfach mal einen unverbindlichen Test machen. Wenn er druckt, ist alles gut. Und nun kommen wir zum eigentlichen Problem, oder das manche haben, Sie klicken auf Einstellungen. Wie gerade gesagt, also das mag jetzt vielleicht hier ein bisschen verwirrend aussehen. Ja, ist es auch leicht, aber kriegen wir hin. So, macht ein bisschen größer. Der Ausdruck des Bohnens wird über sogenannte Escape-Sequenzen angestoßen, die Sie ja hier vor sich sehen. Und je nach Druckermodell kann es sein, dass Ihr Drucker sowohl für das Drucken des Logos oder für das Öffnen der Kassenschublade unterschiedliche Ansteuerungen hat. So, wir haben hier einfach mal drei Vorgaben schon implementiert. Das heißt, Sie können über die Escape-Sequenz Print Image Doppelpunkt nun eine Escape anstoßen. In unserem Beispiel haben wir gesagt Escape, Leerzeichen, Gänsefüßchen A, Gänsefüßchen 1, FSP und so weiter. Das öffnet oder das druckt das Logo. Sollte das nicht so sein, klicken Sie auf den zweiten Button, dass er sagt, okay, ich habe hier noch eine Alternative oder ich habe hier noch eine Alternative. Das heißt, wir geben schon drei oder die drei häufigsten Alternativen vor. Sollte Ihr Drucker, ist es eher unwahrscheinlich, aber sollte Ihr Drucker auf diese Escape-Sequenzen nicht anspringen, müssen Sie in Ihrem Drucker-Programmierhandbuch die Escape-Sequenzen heraussuchen und hier bei den Einstellungen in diesem Fensterchen eintragen. Na, und zwar genau dahinter, also das heißt Print Image, also Print, Leerzeichen, Image, Doppelpunkt, Leerzeichen und danach muss Ihre Escape-Sequenz kommen. Und mit dieser großen Flexibilität, die Sie hier in diesen Fensterchen haben, dass Sie sagen, hier können Sie wirklich jeden Drucker der Welt zum Laufen bringen, ist es echt eine coole Sache, weil Sie hier tatsächlich Ihre ganz, ganz speziellen oder exotischen Escape-Sequenzen aus Ihrem Handbuch herauslesen könnten und es dann im Wabi eintragen können. Das können Sie zum einen mal natürlich selber machen oder durch uns in Auftrag geben. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Tag. Tschüss!